An der Front, so nennt sich ein Projekt der Tiroler Schützen, das an diesem Wochenende Rahmen für eine Reihe von Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Ersten Weltkrieges ist. Anlass ist der Beginn des Gebirgskriegs 1915 an der alten Tiroler Grenze. Entlang der damaligen 400 Kilometer langen Frontlinie stellen die Schützen 70 Stahlkreuze auf. Caldonazzo, Rovereto, Trafoi oder Katitsch in Osttirol. Diese und viele andere Orte waren 1915 mit dem Kriegseintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg plötzlich Frontgebiet. Und Katitsch war gestern Abend einer der 70 Orte, an denen die Tiroler Schützen der Opfer des Ersten Weltkriegs gedacht haben. Am Kirchplatz wurde eines der 70 Stahlkreuze aufgestellt und geweiht, die an die einstige Frontlinie und ihre Opfer erinnern sollen. Die eigens geschaffenen Kreuze sind mit einer Informationstafel über die Standschützen versehen. Die Standschützen waren jene Tiroler, die 1915 einrückten, um Tirol zu verteidigen, als die regulären Militäreinheiten an den anderen Fronten der Monarchie eingesetzt waren. Das Projekt an der Front 1915 bis 2015 hat in den vergangenen Wochen und Monaten Tausende Mitglieder der Schützenkompanien in allen Landesteilen beschäftigt.